willkommen. Das hier sind die Gäste dieser heutigen Sendung. Der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ist unser Gast. Per Steinbrück aus Nordrhein-Westfalen. Außerdem die Königin von Alavanyo. Cornelia von Wülfing, eine weiße Königin in Ghana. Sie kommt als Geschäftsfrau. Sie fördert den Fortschritt und den geistigen Brückenbau zwischen den Kulturen. Aus Dankbarkeit machen die Menschen in Ghana sie zu ihrer Königin. Zur Königin von Alavanyo. Also, wie sagt man dann? Herzlich willkommen, Königin von Wülfing. Guten Abend. Hallo, Frau von Wülfing. Oder soll ich Majestät sagen? Oder? Lieber nicht. Na bitte, das höre ich nicht so gerne in Deutschland. Dann klären wir das mal. Dann klären wir das mal im Detail. Und die Frage ist simpel zu Beginn, aber es ist halt das, was interessiert. Wie in aller Herrgotts Namen kann man nicht sagen, wie wird man Königin in Ghana? Ja, das ist eine lange Geschichte, da wird die Zeit jetzt kurz sein, wenn ich das berichten möchte. Aber eigentlich durch karikatives Engagement und dadurch, dass ich mich für die Menschen dort eingesetzt habe, wurde mir diese Ehre angetragen. Sie sind Königin nicht des gesamten Landes Ghana, sondern Sie sind Königin einer Provinz. Die Provinz heißt Alavanyo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Können Sie uns Ortsunkundigen sagen, wie groß Ihr Reich ist? Alavanyo liegt in der Volta-Region. Mhm. Vielen Dank. Danke. Ist ungefähr 5000 Quadratkilometer Volta groß. Volta ist dieser Fluss, den gibt es, glaube ich, in Rot und Weiß. Genau, und im Osten von Ghana, an der Grenze zu Togo und hat ungefähr 40.000 Einwohner. Das sind praktisch Ihre Untertanen? Oder? Nein. Also diesen Begriff gar nicht. Das mögen Sie. Das habe ich. Das ist Ihr Volk, ist das? Na, ich sehe mich als Botschafterin. Mhm. Aber es ist natürlich das Volk, dem ich jetzt angehöre und worauf ich auch sehr stolz bin. Aber als Untertanen würde ich niemanden bezeichnen. Das ist ein deutscher Begriff. Wie leben denn da? 40.000. Das ist schon richtig Königreich. Wann sind Sie zum ersten Mal da gewesen in Ghana? In 98. Also dann sind Sie relativ schnell Königin geworden. Ja, also relativ. Ich habe steile dort Karriere. Geschäfte gemacht. Steile Karriere. Ganz so kann man es nicht sehen. Ich habe Afrika schon viele Jahre vorher immer bereist und bin geschäftlich 98 nach Ghana erstmals gekommen. Habe dort gearbeitet. Wir haben damals Heilpflanzen aus Ghana importiert. Und haben dann unser das erstes, ist Ihr Business. Genau, das erste karikative Projekt gestartet. Und nach einiger Zeit wurde man mir dann die Ehre angetragen. Das heißt, Sie haben Geschäfte gemacht mit Afrika und dann auch aus dem Gefühl von Dankbarkeit heraus gesagt, ich gebe ein bisschen was zurück und ich will versuchen, euch zu unterstützen. Genau. Was sind das für Heilpflanzen? Was können die? Das war, das sind ganz unterschiedliche. Also das ist zum Beispiel die Tigernuss, die hier in Deutschland auch vielfältig eingesetzt wird in Stärkungsprodukten zum Beispiel. Entschlackung. Stärkung, Vitalität. Was? Vitalität? Ja, Power. Power? Genau. Potenz? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ah, das ist eine angenehme Nebenwirkung. Da müsste man dann noch andere Sachen. Auch Viagra ist ein Medikament, das eigentlich zur Blutdruckkontrolle erfunden worden ist und nicht etwa zur Potenzsteigerung. Aber ein Abfallprodukt. Ja, weil ältere Herren in Amerika. Indirekt, ja. Weil ältere Herren in Amerika zum Arzt gegangen sind, das mit dem Blutdruck ist besser und geben Sie mir nochmal von dem Medikament so und so. Mhm. So sind die, ist wirklich wahr. Also habe ich zumindest mal gelesen. Aha. Und wenn es doch in der Zeitung stand. Ja. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Kein Problem. Also keine potenzsteigernden Mittel, sondern Heilkräuter aller Art. Genau. Von Tee bis Salbe bis... Nein, so nicht. Mhm. Also schon Pflanzen. Mhm. In Pflanzenform. Rinde des Mahagonibaumes, die Tigernuss und Kokosnusswurzeln. Mhm. Im Wesentlichen. Und dann haben Sie gesagt, und das finde ich einen sehr vernünftigen Gedanken, komm, lass uns das gemeinsam... Das ist unsere gemeinsame Sache, ist unser gemeinsames Geschäft. Lass uns gemeinsam teilhaben am Erfolg und haben etwas zurückgegeben. Genau. Dieses Gefühl, irgendwo zum Beispiel eine Schule zu stiften oder so viel Geld zu sammeln, dass am Ende eine Schule eröffnet werden kann. Davon, können Sie das beschreiben? War nicht mein erstes karikatives Projekt. Das erste war in Simbabwe einige Jahre zuvor. Und ich habe mich eigentlich immer schon ein bisschen engagiert und habe dann in Ghana natürlich die Möglichkeit gehabt, eben dadurch, dass ich mit den Menschen zusammengearbeitet habe, das noch auszubauen. Aber das muss doch super sein, wenn man in so eine Schule reinkommt und dann von den Honorationen des Landes da begleitet wird. Und die Menschen können ihre Dankbarkeit auf so eine positive Art und Weise zeigen, oder?
Ja, es ist ein Gefühl der Rührung, wenn es fertig ist. Also in Afrika ist es ja nicht so einfach, alles fertigzustellen wie hier. Das dauert unwesentlich länger und ist mit sehr viel mehr Mühen verbunden. Was sehr schön ist, ist, dass es keine Bürokratie gibt. Wenn wir etwas in die Wege leiten, dann wird es in der Regel auch zügig und schnell fertiggestellt. Was kostet eine Schule? Ungefähr 20.000 D-Mark damals. Also gut 10.000 Euro. Genau. Verrückt wenig eigentlich, weil also man das sieht, ist, wie viel Freude das vermitteln kann und wie sinnhaft das perspektivisch ist. Ja, also man muss dazu sagen, die Schulen sind offen. Die sind durch das warme Klima in Ghana mit der Luftzirkulation oben versehen, sind nicht also mit Türen und Fenstern. Ja, also kein Gebäude also in dem nicht, Sinne. Das ist ein Riesengebäude, aber es ist auch betoniert unten. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen hier mit einer Schule. Also deswegen auch, Sie meinen Doppelverglasung. Genau. Aber wir haben auch ein Mädchenwohnheim gebaut und das ist sehr viel komfortabler mit Licht und allem Möglichen ausgestattet. Das war natürlich auch teurer. Wie haben die Menschen in Ghana reagiert, als nun ausgerechnet eine Weiße ihre Königin werden sollte? Ja, sie haben mich ja gewählt. Und diese Wahl fand ja insgesamt von der Bevölkerung statt. Und die Ehre wurde mir dann angetragen. Ich habe das zunächst zunächst abgelehnt. Weil Warum? Ja, weil als Hanseatin geboren, hatte ich mir überlegt, wie soll ich das hier in Deutschland jemandem erzählen? Die Leute würden mich für verrückt halten. Die würden sagen, diese Frau will sich irgendwie profilieren, will in die Öffentlichkeit oder sonst irgendetwas. Und deswegen habe ich über ein Jahr gebraucht, um den Mut zu haben, diese Ehre anzunehmen. Ich habe mich hinterher eigentlich dafür geschämt, weil es ist eine ganz schöne Sache und heute bin ich auch sehr stolz darauf. Aber der Weg dahin, auch hier den Mut zu haben, zu sagen, ich bin das, weil natürlich, das ist irgendwo sehr komisch, sehr exotisch. Kurios auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich irgendjemandem das erzähle, dann, abgewinkt. Oder, typisch, ich bin auch der Kaiser von China. Oder also das ist schon sehr ungewöhnlich. Und ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Reaktion, weil ich in Deutschland arbeite und lebe. Und natürlich irgendwo auch ein bisschen Angst hatte, dass dass das veräppelt wird. Genau. Also die Ehre wird an Sie herangetragen. Wer hat das gemacht? Kommt das hat der an? König, der oberste König, der Paramount-Chief des Gebietes, Alavanyo. Aha, okay, also da gibt es noch einen Oberkönig. Genau, der steht über mir. Sowieso stehen die Männer über den Frauen, aber auch nur in der traditionellen Ordnung, also in der Herrscherordnung, so in der Hierarchie. Im wirklichen also Leben im wirklichen Leben ist die Frau sehr bestimmt und macht sehr viel und ist sehr aktiv. Wie haben Sie Ihre Krönung erlebt? Was war das für ein Fest und was ist da alles passiert? Ja, wenn man die Bilder sieht, sehr ernst, weil ich sehr gerührt war. Das ist zum Beispiel die Zeremonie, die vorher kam, wo mich die traditionellen Tänze gelehrt wurden und bei der Medizinfrau eine Reinigungszeremonie stattfand. Danach kam die eigentliche Krönung, das zog sich ja über mehrere Tage hin und war sehr ergreifend. Ich war sehr gerührt. Ich hatte mir das so gar nicht vorgestellt. Ich dachte, ich komme dahin und werde gekrönt mit einer Urkunde oder irgendwie sowas Ähnliches. Ich hatte nicht erwartet, dass da zehntausende Menschen kommen würden und mich so freundlich in ihre Mitte aufnehmen würden. Ist das alles echtes Gold, was Sie da tragen? Zum Teil. Nicht alles echt. Wie verständigen Sie sich denn da? Auf Englisch. Ach so, Amtssprache in Ghana ist genau. Englisch. Ich habe es leider noch nicht gelernt. Also ich hoffe, eines Tages gelingt es mir, Ewe zu lernen. Weil ich habe es probiert. Es ist wahnsinnig die schwierig. Die Landessprache. Genau. Und da werden Sie dann rumgetragen und selber gehen? Geht nicht. Ich bin nie wieder rumgetragen worden. Ich habe das auch vorher nicht gewusst. Da hätte ich mich auch gegen verwehrt. Aber das war anlässlich der Krönungszeremonie. Und ich war einfach, ich konnte gar nichts machen. Haben Sie an diese Krönung ausschließlich positive Erinnerungen? Oder gibt es auch Dinge, die sozusagen für Sie so ein bisschen wie ein Kulturschock waren? Oder die es zumindest hierzulande nicht gibt, sagen wir mal vorsichtig. Ja, es wurde eine Ziege geschlachtet. Und ich musste durch das Blut dieser Ziege schreiten, also damit ich unverwundbar werde. Das ist Tradition. Und dieses Schreien der Ziege, das ist natürlich schon, also wenn man das nicht so kennt, dann ist es schon natürlich ein Problem. Aber ich habe mir dann gesagt, oder ich konnte auch gar nichts machen, es gehört halt hier zur Tradition und ich bin nicht dazu da, diese Tradition jetzt abzuschaffen. Aber Sie hätten so vom Herzen fragen? Gern hätten Sie... Nur wegen der Tradition, jetzt wegen der Schulen, wenn die Kinder da in diese Schule gehen und was lernen, das sind ja Kräfte, die, denke ich, eingesetzt werden, lernen die dann auch noch in dieser Art der Tradition oder werden die
europäischer erzogen, oder ich kann mir das immer nicht so vorstellen. Sie werden schon westlich, also europäisch, ja, erzogen. Ja. Also die Landessprache ist ja auch Englisch. Und, aber die schlachten trotzdem, sollen sie noch Ziegen schlachten? Also, weil also ich bin, so wir schlachten hier ja auch Ziegen. Richtig. Oder ja, wir müssen nur nicht durch das Blut schreien. Genau. Wir sehen das Blut also gar nicht erst. Das Fleisch wird hinterher gegessen, und deswegen habe ich mir gesagt, das stellt für mich, also diese Tradition, ja, stellt für mich künftig kein Problem dar. Okay. Also ein Problem hätte ich mit der Beschneidung. Ja. Da würde ich also schon alles Mögliche, ja, mobilisieren. Aber ich sage jetzt mal, dieses ist eigentlich so, dass man das vertreten, ja, kann. Mich interessiert es das einfach nur, weil, ja, man nicht weiß, ja auch, nicht, was baut man da auf und was geht da kaputt. Vollkommen richtig. Ich meine, man kann dagegen sein oder dafür. Ja. Was gibt es? Ich habe es akustisch. Stierkämpfe. Ja, ja. Das ist natürlich, ich finde schon, dass man nicht hinkommen darf als Person aus Deutschland und möchte jetzt alles ändern. Denn es gibt in diesen, ja, traditionellen Kulturen sehr viele schöne Dinge, die uns hier schon verloren gegangen sind und die wir die eigentlich auch oft für schon versuchen wieder, ja, zu bekommen. Und ich bin eigentlich begeistert davon, dass diese Traditionen, jetzt nicht das Ziegelschlachten, aber diese anderen überhaupt Traditionen, dass die erhalten, die so geblieben sind, positiv sind, natürlich erhalten geblieben, ja, sind. Ja. Und ich finde, das ist auch wichtig. Und da ist Ghana eigentlich auch ein Land, was das sehr fördert. Also, mhm, deswegen gibt es nach wie vor auch neben der politischen Ordnung der Demokratie eben auch die der traditionellen Würdenträger, wie zum Beispiel Könige und Königinnen. Das, was Sie jetzt an Schmuck haben, das fällt mir nur gerade ein, ja, sind das irgendwie Insignien der Macht oder ist das einfach Schmuck? Nein, das ist einfach Schmuck, den wir jetzt importieren aus Ghana, mhm, wo wir Projekte machen in Ghana, wo wir Frauen eben auch Arbeitsplätze, mhm, sichern. Wir machen auch Batik-Projekte, wir machen auch, fördern auch die Kunst, Malerei, mhm, und Weberei und alle diese Dinge. Mhm. Haben Sie sonst Insignien der Macht? Also wenn Sie da sind, ein Zepter? Ja, natürlich. Ich habe einen Thron, mhm, also auch Stuhl genannt. Jetzt nicht so opulent, wie man sich den normalen Thron vorstellt, sondern eine Art Schemel. Dann habe ich natürlich ein Schwert, ein Zepter und auch eine Krone. Die tragen Sie auch? Nur zu offiziellen Anlässen. Mhm. Und haben Sie sonst so eine Art, wie sagt man, Hofstaat um sich herum? Habe ich auch. Ich, ja, habe einen Hofstaat, der besteht ungefähr aus 10 Personen, Fächermädchen, Schirmträger. Das ist alles nicht. Ja. Ja. Wären Sie mal König in Ghana geworden. Ja. Wir können sagen, es war auch zu Anfang sehr ungewöhnlich. Zu Anfang war es auch recht ungewöhnlich für mich. Sie sagten Fächermädchen. Die, ja, laufen. Die laufen, mhm, das sind ganz wunderschön anzusehende Mädchen, mhm, die so runde Samtfächer haben, mhm, und die dann eben frische Luft zu fächern. Aber das gehört halt, ja, zur Tradition. Ich habe mich zu Anfang, hatte ich Probleme mit einigen Dingen, habe mich auch versucht dagegen zu wehren, aber ich habe mich da nicht durchsetzen können. Inzwischen ist es für mich auch normal geworden. Das heißt, Sie hatten ein Problem damit, sich bedienen zu lassen? Ja. So in der das muss man Form. Als König, das war, als Königin muss man das schnell ablegen. Das ich hatte was sind denn Ihre originären Aufgaben? Also was sind Ihre Pflichten? Wir haben ja jetzt von den Fächermädchen, ja, und den Rechten gesprochen. Das Amt ist eigentlich zu wobei sehen... Wobei ich das nicht in einer Verbindung verstanden wissen wollte. Nein. Das Amt ist eigentlich zu sehen als eine Art weiblicher Bürgermeister. Man kümmert sich um die sozialen Belange der Bevölkerung. Also gerade in meinem Bereich um den Fortschritt. Mein Name ist ja auch Königin des Fortschritts, also übersetzt. Wie heißt das auf Afrikanisch? Ngui Fianyonua. Mhm. Ngui Fianyonua, Akosua the First, ist mein Name. Also der Akosua steht für den Wochentag, an dem ich geboren bin. Mhm. Und ich bemühe mich weitgehend eben auch Projekte zu machen, die dem Fortschritt zuträglich sind. Wie oft können Sie denn dort sein? Das wollte ich gerade sagen, weil normal früher war es für Könige außer Landes, es barg immer eine gewisse Gefahr, weil möglicherweise andere auf die Idee kamen, dass man auch König sein könnte. Da wurde das Gift schon gemischt. Wie oft sind Sie da? Lotti fragt ja. 3 bis 4 Mal im Jahr. Und für wie lange? Das ist unterschiedlich, je nachdem. Ich bin leider noch in der Situation, dass ich mein Geld in Deutschland verdienen muss. Mhm. Und da richtet sich das natürlich ein bisschen danach, wie ich hier auch weg kann. Mhm. Könnten Sie dort leben? Ich könnte unter den, gut, unter ich, dann, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja, ich schön. Könnte, also ich finde es, die Ghana machen es einem einfach leicht. Die sind herzlich, freundlich, ja, sie sind hilfsbereit. Fast so wie die Rheinländer. Ja. Ja, ich glaube, ja. Und sie sind begeisterungsfähig. Sie arbeiten selbst intensiv mit. Das bringt so viel Spaß, Projekte zu machen, ja, wo man merkt, dass also dieser Enthusiasmus dabei ist, dass das zurückkommt, dass
gemeinsam mitgeholfen wird, dass man nicht darauf wartet, dass Geld aus Deutschland kommt und dann wird das eben fertig gemacht oder auch nicht, das ist dann egal. Kommt ja das nix. Gibt es bei uns überhaupt nicht. Es ist eine wahnsinnige Mithilfe da. Also die Leute sind sehr begeistert. Sind sehr dankbar wahrscheinlich, ja, auch für alle Kleinigkeiten. Dankbar, aber sie wollen auch selbst etwas tun. Sie wollen das nicht dem Schicksal überlassen. Ich kenne mich jetzt mit der Monarchie in Ghana nicht so aus, deshalb muss ich fragen. Gerne. Ist eigentlich Ihr Lebensgefährte, den Sie erfreulicherweise haben, ist der automatisch König? Und ist Ihre Tochter eine Prinzessin? Nein, in Ghana gibt es keine Erbfolge in dem Sinne. Es gibt, also man wird gewählt. Mhm. Das ist auch in den traditionellen Häusern so, in den Königshäusern. Es gibt auch keinen König von ganz Ghana, was fälschlicherweise oft gedacht wird. Mhm. Der Ashanti-König ist natürlich nach wie vor immer noch der mächtigste König im Land, der größte oder ihm sagt man das nach, aber jedes Gebiet, also jede ethnische Gruppe hat ihren König. Und es gibt auch mehrere Königshäuser in jedem Gebiet. Und das wird immer durch Wahl bestätigt, das Amt. Es wird aus einer königlichen Familie heraus, gibt es immer mehrere Kandidaten, die gewählt werden können und die dann auch gewählt werden. Ist Ihnen einer der europäischen Kollegen schon mal begegnet? Ja. Königin Silvia. Europäischen. Königin Silvia, ja. Zum Beispiel Königin Silvia. Die Norweger haben auch einen, ich glaube, die Belgier leisten. Oder Charlie einen, aus England. Ja, aber der ist nicht König, da müssen wir vorsichtig sein. Aber bald. Das ist ja das Problem. Bald? Ja, genau, das denkt er seit 50 gewählt. Jahren, das wollte, dass er bald König ist. Das wollte ich auch erst sagen, weil den habe ich auch schon mal gesagt. Seid mal ganz vorsichtig. Also, Königin Silvia habe ich einmal. Oh, das ist aber toll. Ja, habe ich das schon mal bedeutendes. Also kurz guten Tag gesagt. Immerhin. Diese Erfahrung, die Sie machen in Ghana, die Sie ja einerseits als Businessfrau machen, Sie kennen diese Menschen dort, andererseits aber auch eben in Verbindung mit den Ritualen, mit dem traditionellen Leben, auch mit der Kultur dort. Bereichert das Ihr Leben und verändert Sie das in Ihrer Art und Weise, ans normale Leben hier in Deutschland heranzugehen? Sehr. Also das hat mich sehr verändert in den letzten Jahren. Zu Anfang hatte ich mir ja, wie gesagt, überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Einmal, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, das hier in Deutschland auch publik zu machen. Zum anderen auch, weil ich gedacht habe, die Erwartungen, die ich selbst an mich stelle, sind ungleich größer als die, die an mich gestellt werden. Und weil ich mich ein bisschen kenne und dieser Perfektionismus der Deutsche, der ja mir auch inne wohnt, habe ich gedacht, also das könnte zu viel Arbeit führen und zu viel Verantwortungsbewusstsein. Und deswegen wollte ich es erst nicht machen. Aber ich muss sagen, es ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Ghana komme. Es gibt keinen Tag eigentlich, an dem ich nicht an meine Leute da unten denke. Und an dem ich auch nicht versuche, etwas zu tun oder wenn es so kleine Sachen, so Bürokratien ein bisschen zu erledigen oder wie auch immer. Ich habe da auch Helfer natürlich. Wir haben ja einen Verein, den Alavanyo-Verein. Und insofern ist also alles in für mich ist das, hat sich das Leben ziemlich verändert, weil ich viele Dinge anders sehe und viele Dinge eben auch nicht mehr so mache wie früher. Jetzt wissen wir ein bisschen was über das Leben als Königin in Ghana. Dankenswerterweise haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt auch Mein Leben als Königin in Ghana. Und wer darüber mehr wissen möchte und könnte mir vorstellen, das sind nicht wenige, der kann sich das ja einfach besorgen. Da würde ich mich sehr freuen. Vermutlich gehen dann noch ein paar Euro auch nach Ghana, dann hat das alles einen runden und guten... Alles. Ja, der gesamte Erlös. Kann man Sie auch, sagen. Oder? Ja. Also ich meine, unterstützen könnte ich Sie auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Ihren Schmuck kaufen würde. Ja. Können Sie auch. Richtig? Sie können auch Spenden machen, wir machen auch Patenschaften für Kinder. Oh, ich finde den Schmuck schon sehr schön. Aber ich habe mich entschlossen, den Erlös aus meinem Buch komplett nach Ghana zu geben. Nur leider konnten wir das nicht direkt abwickeln. Das hätte ich gerne gehabt. Wir müssen ja in Deutschland noch Steuern zahlen. Dann werden ein paar Steuern gezahlt. Herr Steinbrück, dankt natürlich, dass es noch Menschen gibt, die etwas in seinen Regeln wollen. Wir reden noch mal über das Gold, das Sie erwähnt haben. Ja. Also. Das ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier in der Sendung zu Gast sind. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Dankeschön für den Besuch. Frau von Löwen.